Gut, alles gut. Die hören uns zu oder die hören dir zu, Sven? 18 finde ich jetzt auch fast ein bisschen wenig. Ich wäre jetzt fast auf die 19 gegangen, weil das sind genau die Bedingungen, die wir von Anfang bis zu den letzten 5 dann hatten. Hat das super ausgereicht, weil speziell natürlich dann auch Granerüd geht noch, aber Johansson. Aber was macht das mit Granerüd? Runter, hoch und nicht die totale Konstanz diese Saison. Er weiß jetzt, dass Rückenwind ist. So, und ob es jetzt in ihm arbeitet oder nicht, sehen wir speziell dann 10 Meter nach dem Tisch. Schauen wir, ob er schon so stabil ist. Klein, ja. Oh, geht aber auch. Ist der hoch. Geht aber auch. Boah, super. Stellt sich dem Kampf, mein lieber Mann. Die Norweger sind komplett auf den Punkt im Kampfmodus. Sie fighten um den Tagessieg, sie fighten um Podestplätze. Hier Granerüd, auch wenn sie nach rechts trägt. Er behält die Kontrolle. Auch eine breite Skiführung. Und eine saubere Landung. So, hier heißt es, Kurve kriegen. Oh, das war knapp. Weg von der Bande. Ja. Der grüne Teppich ist nicht ganz so schnell. Also aber er ist nicht ganz zufrieden. Ne? Das ist so ein bisschen die Reaktion. Hat, glaube ich, schon Blut geleckt nach dem ersten Durchgang. Aber er kickt Karl Geiger vom Podium. Geiger jetzt Vierter und Granerüd auf 2.